Das tun eben ziemlich viele. Das heißt, wir riskieren ja dauernd das Leben von Menschen und tauschen dafür Geldsummen ein. Du kennst doch bestimmt diese YouTube-Videos, wenn Menschen sich mit so einem Flügelanzug von einem Felsen stürzen. Jetzt ist ein Berühmter davon gestorben, nachdem er durch ein Felsenloch geflogen ist. Was hältst du davon? Darf man mit Extremsport Werbung machen? Wir machen ja dauernd mit Extremsport Werbung. Also man denke an Fußball, Formel 1 und so weiter. Menschen ruinieren dort ihre Körper, kommen ums Leben, wenn auch nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig, häufiger als die mit den Flügelanzügen. Das heißt, wenn wir das mit dem Flügelanzug problematisch finden, dann sollten wir alle Extremsportarten im Grunde genommen verbieten. Okay, wenn ich das freiwillig als Sport mache, ist es die eine Sache. Aber wenn dann eine Firma kommt, die Actionkameras herstellt und mit mir einen Vertrag aushandelt und mich dazu veranlasst, von dem Felsen zu springen, ist das ja was anderes. Ja, dann nehmen wir einen anderen Fall, der meines Erachtens genauso funktioniert. Zum Beispiel die NASA. Wir schicken Astronauten irgendwo hin. Jetzt wird dauernd geplant, weil man merkt, dass es auf diesem Planeten eng wird, dass man den Mars besiedeln muss. Da schickt man auch Menschen unter gar nicht akzeptable, nicht menschenwürdigen, wahrscheinlich lebensgefährlichen Bedingungen irgendwo hin, wo keiner sein will. Und die kriegen dafür teilweise auch extrem viel Geld. Die, die solche Verträge aufsetzen, schieben doch eigentlich die Verantwortung von sich weg. Das tun eben ziemlich viele. Das heißt, wir riskieren ja dauernd das Leben von Menschen und tauschen dafür Geldsummen ein. Die Waffenindustrie ist ein exakt solcher Fall oder die Autoindustrie. Wie viele Menschen sterben denn jährlich bei Verkehrsunfällen? Und dennoch ist es so, dass die, die Autos herstellen und sehr, sehr viel Geld damit verdienen und ganze Wirtschaftssysteme wie das unsere hängen nun mal von der Automobilindustrie massiv ab, die sind genauso verantwortungslos. Der Punkt ist, dass wir dadurch die Verantwortung die ganze Zeit von uns wegschieben, dass wir zum Beispiel Verträge und unsichtbare Mittelsmänner zwischen uns schieben. Dieser Fall des Extremsportlers, der ums Leben kommt, der zeigt uns nur, was die wahren Produktionsbedingungen sind, unter denen wir alltäglich handeln. Das heißt, eigentlich sollte ein solcher Fall dazu führen, dass wir das gesamte System unserer Wirtschaftsordnung daraufhin untersuchen, wie viel an ihm eigentlich ethisch ist und wie viel nur der Versuch ist, die eigene Verantwortung loszuwerden. Aber mit dem Autofahren kannst du das nicht vergleichen, weil Millionen Menschen fahren mit dem Auto und Extremsport machen vielleicht ja 200. Da würde ich sagen, sind die Statistiken sehen dann schlecht aus für die Automobilindustrie, weil wahrscheinlich in absoluten und relativen Zahlen mehr Menschen durch Automobile ums Leben kommen als durch Extremsportarten.